Entschuldige, Liebes, ich wollte dich nicht erschrecken. Sag mal, was machst du denn hier mitten in der Nacht? Ich habe da draußen so ein komisches Geräusch gehört und davon bin ich wach geworden. Ach, das war sicher ein Gast, der spät aus München zurückgekehrt ist. Ich dachte, er ist wieder da. Paul? Das kann gar nicht sein. Der hat jetzt für ein paar Jahre ein schönes, solides Eisengitter vor seinem Fenster. Da kommt er nicht raus. Zwei Sekunden früher und du hättest noch ein Stück Kaffee haben können. Lass mal, ich leg mich sowieso noch mal hin. Gute Nacht gehabt. Ich komme gerade von Victoria. Wie geht's dir? Sie hat von ihrem eigenen Tod geträumt. Oh. Ja. Du sagst es. Ich sag dir, wenn du nichts tun kannst, das ist... Das macht mich total fertig. Verstehe ich. Mit Silvia geht's mir ähnlich. Sie ist total verängstigt und ich kann ihr einfach nicht helfen. Ist das nicht sowieso der Job von meinem Onkel? Was hast du mit der Frau eigentlich noch zu schaffen? Ich mag sie. Reicht das fürs Protokoll? Ben, lass doch. Du hast ihr Leben gerettet, das muss reichen. Kann sein. Bei mir fängt es gerade erst an. Ich glaube, ich habe gestern einen großen Fehler gemacht. Victoria glaubt jetzt, ich liebe sie immer noch. Frau Müller, wir wollten Ihnen was erklären. Sie können sich wahrscheinlich denken, worum es geht. Also, mein Mann und ich, wir möchten uns bei Ihnen entschuldigen. Das war wirklich dumm und auch gar nicht richtig, dass wir Ihnen die Eltern von Xaver vorgespielt haben. Ja, und noch dazu Adlige. Sie wissen aber schon, wie man sowas nennt. Betrug. Hochstapelei. Außerdem war es einfach gemein. Ich kann das gut verstehen, wie verletzt Sie jetzt sind. Ich hoffe, Sie haben sich gut amüsiert. Sie haben bestimmt viel gelacht über mich. Nein, natürlich nicht. Ganz im Gegenteil. Die Sache ist einfach blöd gelaufen. Und es tut uns auch wirklich leid. Ja, mir auch. Ich fand Sie nämlich nett. Ich dachte, Sie mögen mich auch, aber da war ich wohl ein bisschen zu naiv. Ja. Victoria war total am Boden. Sie hat einfach irgendwas gebraucht. Irgendwas, was ihr wieder Mut macht. Hast du ihr jetzt gesagt, dass du sie liebst, ja oder nein? Nicht direkt. Aber so, dass sie es glauben muss? Es ist hier überhaupt keine große Sache. Ich werde mich einfach die nächsten paar Tage dementsprechend verhalten. Nur die nächsten paar? Mehr gibst du ihr nicht? Das habe ich nicht gemeint. Bis Victoria wieder genug Kraft und Lebensmut hat, um eine zweite Chemo durchzustehen. Und danach? Was passiert dann? Oh, schade, Victoria, ich habe mich geirrt, ich liebe dich doch nicht. Mensch, jetzt halt den Mund! Ich werde dir einfach irgendwie beibringen, dass wir nicht zusammen passen. Ein toller Plan. Dann ist sie genau da, wo sie letzte Nacht war. Ben, was hätte ich tun sollen? Hä? Was? Ich liebe sie nicht mehr. Aber ich kann sie doch nicht hängen lassen. Simon. Irgendwann fliegt das Ganze sowieso auf. Und dann wird alles noch schlimmer. Du hättest sie sehen sollen. Ihr Lächeln. Ich habe ihr damit wahrscheinlich mehr geholfen als jedes Medikament. Das mag schon sein. Aber zu welchem Preis? Ich ziehe das jetzt durch.
bis ich es wieder alleine schaffe. Weißt du, wie du gerade klingst? Wie dein alter Herr. Frei nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Zusammen schaffen wir das, Frau Tarasch, da bin ich ganz sicher. Gestern Nacht, ich hatte solche Todesangst. Warum? Was ist denn passiert? Ich hatte einen Albtraum. Simon, Felix und Emma waren auf dem Weg zu meiner Beerdigung. Oh Gott, Sie Arme, warum haben Sie mich nicht gleich angerufen? Ich wäre doch sofort gekommen. Simon war bei mir. Er ist keine Sekunde von meiner Seite gewichen. Das ist gut. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn getan hätte. Dafür geht's Ihnen aber heute gut, oder? Ja. Vielleicht habe ich diesen Tiefpunkt gebraucht, um zu spüren, was wirklich wichtig ist. Und das wissen Sie jetzt? Frau Tarasch, darf ich Ihnen eine sehr persönliche Frage stellen? Hat Ihr neuer Lebensmut etwas mit meinem Sohn zu tun? Ja. Ich habe gestern Nacht begriffen, wie sehr ich Simon immer noch liebe. Und er meinte, dass er sich ein Leben ohne mich nicht mehr vorstellen kann. Das ist doch wunderbar. Plötzlich ist alles viel leichter. Ich konnte endlich mal ruhig schlafen und ich habe sogar mein Frühstück geschafft. Das freut mich. Wenn ich tatsächlich eines Tages wieder richtig gesund bin, ich glaube ganz fest daran, dass Simon und ich noch eine zweite Chance haben. Ja noch verstehen. Sie hatten Angst, dass sie Ärger bekommen mit ihrer Freundin. Aber alle anderen? Jetzt wissen sie wenigstens, woran sie sind. Allerdings. Ich dachte, Xaver wäre der Hauptgewinn. Und dabei ist er die Oberniete. Und trotzdem liebe ich den Spinner noch. Verdient hat er das nicht. Schön locker bleiben. Gibt's nicht einfach irgendwo einen Knopf, wo man diesen ganzen Mist ausschalten kann? Wozu denn? In jeder Krise steckt auch eine Chance. Noch ein so ein Spruch und ich springe sofort von der Massagebank. Schade. Ich hatte nämlich gerade die rettende Idee für Sie. Aber nach der Drohung? Na gut. Letzter Satz gestrichen. Wie wichtig ist Ihnen denn der Adelstitel tatsächlich? Naja, schön wäre es schon. Vor allem mein Papa wäre unheimlich stolz. Also haben Sie mit Steindles Herkunft nicht unbedingt ein Problem? Dann sollten Sie den Knaben mal auf Herz und Nieren testen. Danke. Das, was ich weiß, das reicht mir schon. Das glaube ich nicht. Dass Sie Xaver lieben, das wissen wir. Aber was ist mit ihm? Geht es dem Kerl tatsächlich um Sie oder ist er nur scharf auf Ihr Erbe? Geld oder Liebe? Das ist doch die Frage, die Sie sich stellen müssen.